Es ist eine Trauung, von der viele Frauen träumen. Ganz romantisch in einer kleinen Kirche auf Mallorca und ganz emotional. Vanessa ist zu Tränen gerührt. Dabei war sie vor der Trauung noch ganz cool. Ich glaube, ich bin die entspannteste von allen hier. Ja, bist du. Alle sind aufgeregt als ich. Ich bin total locker. Ich freue mich einfach nur. Ich genieße es. Wir begleiten Vanessa an ihrem großen Tag, sind exklusiv dabei, wie sie zur Braut wird und ihr Spitzenkleid anzieht. Es ist sehr sexy und luftig geschnitten, eben den mallorquinischen Temperaturen angemessen. Dieses Kleid hätte ich wahrscheinlich in Deutschland nicht angezogen. Wahrscheinlich. Aber hier auf Mallorca finde ich es mega. Bei 35 Grad im Schatten davon. Ich glaube, ein katholischer Pfarrer hätte mich heute nicht getraut. Denn das Kleid ist definitiv gewagt. Und wohl auch deshalb ist Vanessa in der Kirche sogar ein bisschen nervös, als ihr Vater sie zum Altar führt. Erst war es mir ein bisschen unangenehm, so muss ich ehrlich sagen, wenn die eigentlich alle anschauen und du läufst dann da durch. Klar, auf der Bühne ist es ja auch nicht anders, dass du angeschaut wirst und im Mittelpunkt stehst, aber so privat bin ich dann doch ein bisschen zurückhaltender tatsächlich. Und als dann alle mich angeguckt haben, das war wie so eine Zeitlupe auf einmal. Das war echt komisch, aber war schön. Daran werde ich mich erinnern. Vanessa und Andreas wollten die Trauung ganz Familie erhalten und so sind nur etwa 30 Gäste dabei. Die Familie mit Andreas Stiefmutter und Schlagersängerin Andrea Berg und den engsten Freunden. Auch Pfarrer Jörg Geier aus Krefeld ist ein Freund der Familie. Es kam jeder, also wir haben genau die Leute eingeladen, die wir dabei haben wollten. Und es kam alle. So ein kleiner Kreis und es kamen echt alle Leute, die uns wichtig sind und ja. Das macht uns natürlich stolz an dem Tag. Mega. Und sie alle sind auch dabei, als es sehr emotional wird. Ein Gitarrenduo spielt während der Trauungszeremonie ein spanisches Lied, das dem Brautpaar viel bedeutet. Es ist der emotionale Höhepunkt der Heirat. Es ist halt wirklich unser Song gewesen, den haben wir eben so oft hier auf der Finca gehört und haben so viel erlebt mit dem Song. War ja auch meine kleine Überraschung für ihn und er hat sich dann hast du das rausgesucht? Ja, ja, natürlich. Ja. Hast dich ja gefreut, oder? Ja, also. Aber am meisten gefreut haben sich Andreas und Vanessa, als sie nach 4 Jahren Beziehung zu Mann und Frau werden. Das ist der Moment, wo ihr die Braut küssen. Dieser Kuss besiegelt die Ehe von Vanessa May und Andreas Färber. Zu den ersten Gratulanten zählt neben Andrea Berg auch Pop-Titan Dieter Bohlen. Zusammen mit dem Brautpaar hat er bis vor wenigen Stunden auf Mallorca gefeiert. Und auch wir gratulieren ganz herzlich zur Hochzeit.